wie man mit dem Active Presenter Videodateien in andere Formate umwandelt, ohne Qualitätsverlust. Hallo, es kommt ja öfter vor, dass man Videodateien in andere Formate umwandeln möchte. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn man zum Beispiel ein anderes Dateiformat braucht, um das Video danach noch weiter in einem Bearbeitungsprogramm zu überarbeiten. Und da Smartphones und andere Kameras meistens nicht in diesem Format aufnehmen, sondern in MP4 oder in AVI, habe ich dann oft das Problem, dass ich eben die Dateien irgendwie umwandeln muss. Hierfür gibt es Online-Videokonverter und auch andere Programme, wie zum Beispiel das Programm Xmedia Recode, was ich euch auch in einem meiner anderen Videos schon vorgestellt habe. Aber hier hat man oft das Problem, wenn man die Dateien konvertiert, dass dies nur mit Qualitätsverlust geht. Ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass man mit dem Active Presenter, welches ein Bildschirmrekorder ist, mit dem ihr eure Bildschirmaktivitäten aufnehmen und ins Netz stellen könnt, auch Dateien umwandeln kann, und zwar ohne Qualitätsverlust. Der Active Presenter, den habe ich euch auch schon vorgestellt in einem meiner anderen Videos, wie der funktioniert und wo ihr ihn euch runterladen könnt. Um nun ein Video in ein anderes Format umzuwandeln, müsst ihr einfach nur den Active Presenter öffnen und eine Aufnahme starten. Es ist vollkommen egal, was für eine Art Aufnahme, denn ihr macht das nur, um eben dieses Video dort einzufügen und danach dann umzuwandeln. Es ist also jetzt nicht wichtig, was ihr da macht. Einfach auf Neue Aufnahme klicken. Dort dann die ganz normale Standardeinstellung nehmen, der Datei einen Namen geben. Ist einfach egal was. Darauf kommt es gar nicht an. OK drücken. Auch dort in der weiteren Maske, die Einstellungen sind vollkommen egal, weil ihr das eh wieder löscht. Also einfach nur dann den roten Button drücken für die Aufnahme. Und dann kommt der Countdown ganz normal. Und dann lasst ihr ihn einfach kurz laufen und schaltet ihn danach dann direkt wieder aus. So, dann öffnet sich automatisch die Datei, die ihr gerade aufgenommen habt im Active Presenter. Hier geht ihr jetzt einfach oben in der Auswahl auf Anmerkung und klickt den Button Video einfügen an. Dann wählt ihr auf eurer Festplatte die Videodatei, die ihr umwandeln wollt, und fügt die in den Active Presenter hinzu. Wenn eure Datei dann angezeigt wird, die ihr umwandeln wollt, müsst ihr nur noch das vorher aufgenommene Video mit dem Active Presenter löschen, also das, was wir gerade kurz aufgenommen haben, was ihr nicht mehr braucht. Unten im Active Presenter seht ihr die verschiedenen Spuren, die ihr aufgenommen habt. Da wird jetzt das Video angezeigt, das ihr umwandeln wollt, und darunter noch die Dateien, Tonspur eventuell und Video, was ihr vorher im Active Presenter aufgenommen habt, die braucht ihr einfach nur mit einem Rechtsklick zu markieren und auf Löschen gehen. Ihr löscht dann da alle Dateien raus, bis sodass da nur noch Folie steht und das Video, was ihr umwandeln wollt. Jetzt klickt ihr oben in der Auswahl auf Export und auf den erscheinenden Button Video und wählt das Dateiformat aus, in das ihr euer Video umwandeln. Sucht den Zielort aus, wo er die Datei speichern soll, und dann einfach nur OK klicken. Und jetzt wandelt der Active Presenter euer Video in euer gewünschtes Format um. Das dauert dann erstmal eine Weile. Und wenn die Datei dann umgewandelt worden ist, dann könnt ihr sie an dem Speicherort ganz normal öffnen und dort weiterverwenden, bearbeiten, was auch immer ihr damit vorhattet, warum ihr es umwandeln wolltet. Ja, das war mal wieder ein kleiner kurzer Tipp von mir, wie ihr eure Videos bearbeiten könnt. In meinen Tutorials zu dem Thema findet ihr noch mehrere Tipps. Da findet ihr auch noch weitere Infos, wie der Active Presenter funktioniert, wie der Movie Maker funktioniert, was ihr damit alles machen könnt. Schaut einfach mal rein, und wenn es euch gefällt oder geholfen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like dalasst oder ein Abo. Bis bald. Tschüss.